Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 20. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 334 und heute bin wieder ich für Nachim da mit den folgenden Themen. Master Password, WebOS, Open Source, L'Oreal, KI, Fritz-App, WLAN, Huawei P10, Ikea, Places, HTC Vive und Podcruncher. Beginnen wir beim alternativen Browser Firefox. Firefox Quantum, wie die neueste Version heißt, der hat aktuell ein größeres, respektive ein kleineres Problem, das eben wahrscheinlich nicht viele Leute betrifft. Aber wie immer wieder mal Thema Passwörter. Viele Leute, wie unter anderem auch wir im Geek -Talk Team, nutzen Passwortmanager. Welche ist eigentlich egal? Hauptsache, sie werden genutzt und auch zielgerichtet und vor allem richtig genutzt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Passwortmanager im Browser zu nutzen. Das auf Microsoft-Seite, sprich bei Edge, das gibt es bei Safari, das gibt es bei Google und eben auch bei Firefox. Und bei Firefox ist ein Problem, dass die ähm, Hash, mit der die, ähm, das Masterpasswort geschützt ist, zu lasch ist, so dass es mit aktuellen Potenz also Pot äh, wie soll ich sagen, Potenz, starken, mein Gott, starken Grafikkarten in wenigen Minuten per Brute Force-Attacke geknackt werden kann. Heißt aber, dass derjenige live vor eurem Rechner sitzen muss und oder sonst eine Verknüpfung zu euch haben muss. Also da muss wirklich jemand sehr gezielt vorgehen, um daran rauf zu, oder um darauf zu kommen. Dennoch ähm, wäre da die Überlegung wert, da eine Alternative zu nutzen und Passwörter in einem Browser abzuspeichern, ist eh nie ganz so die geschickte Geschichte. Für dich zumindest aber ja, gehen wir weiter und zwar irgendwie ließ das Thema oder hat mich das Thema gefreut, denn im letzten Jahr durfte ich während drei Monaten von LG einen Fernseher, ein Riesenfernseher, der viele viele Pixel hatte und ein tolles System eben WebOS, wo darauf das passiert und alles mögliche hatte, also wirklich ein spannendes Teil, vor allem auch die Auflösung und Ton war sensationell, aber eben, dieses WebOS wird im 2018 zu Open Source oder gibt's in der Open Source Edition. Und irgendwie hat mich das zum einen gefreut, aber zum anderen kam da auch gleich der Gedanke auf, war es nicht damals Samsung HP, einer von beiden, der das ja da zwischendurch mal hatte, der das damals auch als Open Source ausgestellt hat und kurz später wurde es dann zum Verkauf angeboten. Ich hoffe jetzt mal nicht, denn das Fernsehteilchen war sehr, sehr schick und würde ich gerne wieder haben. Aber ja, mal schauen, wo es die Reise hingeht mit WebOS. Dann geht es weiter mit L'Oreal. Eine Firma, die man weniger hier im Technikuniversum bis jetzt gehört hat, aber natürlich auch da geht es in Richtung KI. Denn wie das so ist, Schönheit entsteht nicht nur ja, mit Produkten, sondern schon im Vorab. Man will sich vielleicht schauen oder man will vielleicht schauen, wie man mit einer neuen Frisur ausschaut. Dazu gibt es manchmal die Möglichkeit zum Färben und so weiter. Und da gibt es eben von diversen Herstellern, SLA oder eben L'Oreal, die Apps anbieten, wo man sowas schon vorab testen kann, was eigentlich sinnvoll ist, wie das an sich ausschaut. Und wie das funktioniert, oder das Ganze basiert auf einer KI von der Firma Modiface. Die hat auch für Samsung, ähm, für den Bixby-Assistenten Möglichkeiten oder Zugänge gestellt und auch für andere Firmen. Und eben L'Oreal hat sich das jetzt. Ähm, zu eigen gemacht, sprich die Firma aufgekauft und wird das in ihren ganzen mittlerweile 30 Untermarken einsetzen. Wie L'Oreal verlauten ließ, werden auch weiterhin andere Verträge eingehalten. Also der Samsung, -Bi Samsung Bixby-Assistent wird weiterhin darauf zugreifen können, etc. Mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickeln wird, aber eben KI ist allgegenwärtig mittlerweile irgendwie. Dann gibt's Neuigkeiten für alle Fritzbox-Kunden, aber auch sonst. Wer sein WLAN ausmessen möchte, schauen möchte, wo habe ich in meiner Wohnung genügend WLAN-Leistung, wo könnte man noch ein bisschen optimieren, vielleicht einen Repeater hinsetzen oder auch nur das Modem anders platzieren etc. Der musste bis jetzt Zumindest, wenn man es mit Fritzbox-Lösungen machen wollte, auf ein Android-Device zugreifen. Dem ist zum Glück nicht mehr so, denn zumindest testweise hat jetzt vorab AVM schon mal die Möglichkeit geschaffen, dass man über eine E-Mail-Adresse sich anmelden kann für einen Pre-Test des Ganzen. Ich habe mich da mal angemeldet, ich hoffe, ich bekomme da einen Key, denn ja. Bis jetzt habe ich immer mein Android ausgepackt, was ja nicht schwierig war. Einfach in die linke Hosentasche greifen statt in die rechte. Aber dennoch, auf iOS möchte man das natürlich auch nutzen können. Soll bald schon dann auch für alle zugänglich sein. Hoffen wir doch mal schwer. Dann geht's weiter, geradewegs wieder auf Android. Jetzt geht's nämlich umgekehrt. Zuerst auf iOS verfügbar und jetzt auf Android. IKEA Places greift ja auf das AR-Kit von Apple zu und bietet damit die Möglichkeit, zum Beispiel einen Schreibtisch, ein Sofa, so in der Wohnung zu platzieren, als wäre es wirklich da, um zu sehen, ob das jeweilige Sofa dann auch reinpasst, ohne dass man in die IKEA gehen muss und sich das da anschauen muss. Also als ersten Schritt quasi. Und neu geht, greift IKEA auch auf die R-Core, das ist das Gegenstück zu R-Kit von Google, respektive von Android zurück und kann zumindest Besitzern von einem Pixel 2 und einem Pixel 2 XL die Möglichkeit geben, darauf zuzugreifen und die App zu nutzen. Es sollen aber nicht nur die Smartphones kompatibel sein, es soll auch noch andere geben. Am besten einfach mal ausprobieren, wenn ihr dann ein Android habt, also euer Hauptgerät. Die App ist witzig zum Mal ausprobieren. Wer einen Raum einrichten muss, vorbeigehen, lohnt sich, lohnt sich definitiv dennoch bei der Ikea. Nicht für die Zusatzverkäufe, welche Ikea dadurch machen kann, mehr halt um auch mal das Material zu fühlen und zu sehen, ob das Gerät oder ob das Möbel dann wirklich so ausschaut, wie man es äh, gerne gehabt hätte. Die HTC Vive war eine der Lösungen, die am interessantesten geklungen haben, aber sicherlich nicht am meisten verkauft wurden. Lange hat man auf einen Nachfolger gewartet, jetzt ist es soweit. Die HTC Vive Pro lässt sich neu vorbestellen. Mehr Auflösung insgesamt 78 mehr Auflösung, also deutlich mehr die, die man zu Gesicht bekommt, zwei Kameras, zwei Mikrofone und ein bequemeres oder ergonomischeres Headset, das auch die ähm, Audioausgabe umschließt etc. sind ab sofort für 879 Währungseinheiten zu haben. Wer sich das Vorgängermodell jetzt kaufen möchte, das ist im Preis gefallen, ab 599 ist das zu haben. Ich wäre da schon eher für ein neueres Modell zu haben, als auf den alten Zug aufzuspringen, der eh nie richtig gestartet ist. Aber ja, mal anschauen, wie sich die Preise da entwickeln. Dann haben wir einen kleinen Hinweis, der hoffentlich noch aktuell ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Und natürlich die zweite Voraussetzung, ihr auf der Suche nach einem neuen Podcatcher für das Anhören von Podcasts auf iOS seid. Dann gibt es aktuell den... Die App Podcruncher kostenlos zum Download. Der keine wirklichen Alleinstellungsmerkmale bietet einfach die ganzen Funktionen, wie man sie kennt und gerne nutzt und das ganze eben aktuell für kostenlos ist eine App, die es schon seit 2011 gibt, also die haben ein bisschen Ahnung, was sie tun und somit ja zugreifen, wer es noch nicht hat und wer es nicht braucht, sollte es sein lassen. Das war's dann auch mit den ganzen Tipps oder besser mit den ganzen News, die ich für euch zusammengesammelt habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Genießt den Tag, viel Erfolg und morgen, wenn alles klappt, wird der Aachen wieder für euch da sein. Dann aus, ich glaube, Wien. In dem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk!